Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Live-Gefecht hier in Rouge mit dem Wüstenfuchs. Hallo. Ich spiele mal ein kleines 2 vs. 2 auf die Grenze und ich hoffe jetzt einfach, dass keiner von denen irgendwie noch einen Yapu-Switch oder so macht. Oh, ich hatte das zutrauen. Ist so, wie es letzte Mal endet. Angeschmiert. Fuck. Gut, ja, wir haben verloren. In letzter Zeit haben wir kein Glück mit den Nationen. Ja, echt. Also, wir haben Glück, aber der Gegner hat halt immer bessere. Ja, das stimmt. Eigentlich für so 1930 ist Ami Italiener gar nicht so schlecht. Ich fürchte, das wird dann. Oh, scheiße. Gut, ich habe jetzt schon zu lange gebraucht, um zu gucken, wie viel eine Artilleriebasis kostet. Das geht. Ich bin enttäuscht von dir, Heiko. Kannst du mir ein Tarnnetz bereithalten? Dann habe ich selbst keins, aber vermutlich. Ja, aber ich habe den Briten. Wobei er offensichtlich nicht mal so stark auf Ding geht. Wenn er jetzt nicht auf Luftwaffe sitzt, haben wir gewonnen. Ja, aber ich habe die bessere Infanterie und ich kann bei denen relativ schnell die The Middle rushen. Also für mich schaut es aus, als würden wir gerade nicht auf Luftwaffe gehen. Das wäre natürlich schön. Ich weiß auch nicht, wie viel Spielzeit der Typ hat, ein privates Profil. Ich habe mir jetzt eigentlich nur mal drin gelassen, weil. Okay, er baut eine Panzerbasis. Ja gut, ja, ganz gute Spieler mit dem natürlich wieder Panzer. Mit 3000 so, die Frage ist, was der Typ jetzt baut. Anscheinend einen Außenposten, das kann er von mir aus machen. So, dann brauchen wir hier noch einen Infanterieaufklärer und jetzt ganz schnell Panzer. Beziehungsweise so viel Panzer bauen wir jetzt doch nicht, weil wir bauen jetzt erstmal noch. Jetzt ist er aufs Flugfeld gegangen. Bisschen spät, oder? Einer ja, jetzt habe ich mir. Auf jeden Fall, ich habe eine 90er Panzerschutzstellung. Die managt sowas. Ich glaub, erinnere mich dran, dass ich automatisches Feuern auf Gebäude aus habe. Ich habe das drin. So. Schauen wir mal, was die ganzen Panzer gegen einen Matilda sagen, dann haben wir jetzt wahrscheinlich gleich einen Italiener Rush, wie er im Bilderbuche steht, wunderbar. Und jetzt durch. Ich habe schon lange keinen Rush mal live aufgenommen. Ja gut, gegen Siegburgers habe ich halt keinen Spaß mehr. Aber das Schöne gegen Briten auf dem Boden kann man gegen die echt gut spielen. Bitte sag mir, das ist jetzt keiner von den Typen, der nicht verlieren kann, der einen Stecker zieht. Gut. Ha, meinst du so wie du im letzten Stream? Ich habe nicht den Stecker gezogen, mein Router ist mehrfach abgeschmiert, ja, und ich habe deswegen noch rumgeschrien und der Telekom da gedroht, schlimme Dinge mit ihnen zu tun. Du hast gegen Gesetz verstoßen, damit dass du das gedroht hast. Wenn das jetzt mal wirklich jemand macht, könnten wir dich dafür anzeigen. Ja, ich bezweifle, dass das, was ich denen damals, mit was ich denen damals gedroht habe, dass das irgendjemand machen wird. Ach super, der Telekom wäre ich mir da gar nicht so. Ja, okay, wobei, es kann schon sein, da hast du vollkommen recht. Im Ernst, wie viel hält dieser Matilda eigentlich aus? Das ist ja abnormal. Gott sei Dank, endlich sind die tot. Ich bin enttäuscht von den MS-Würfel. So, du kriegst es da rechts gemanagt. Boah, halbwegs, ich habe halt keine Probleme. Du kannst das jetzt sehen, wie du willst. Okay, gut. Bei uns läuft es auf jeden Fall in der Hinsicht gut, weil ich jetzt gleich ein Flugfeld und HQ habe und nochmal 3 Nachschubdepots extra. So. Also ja, na, Nachschubdepot habe ich auch. Kann sein, das wird das kürzeste Rouge Live-Gefecht seit Wochen. War wahrscheinlich. Muss ja auch mal sein. Muss ja auch mal geben. Ja, ich habe mir sowieso vorgenommen, das ist vielleicht auch mal spannend, dass ich keine Videos verwerfe. Vor allem was Live-Gefechte betrifft. Sondern einfach kurze Videos hochlädt. Nee, dass ich einfach alles Mögliche hochlade, das macht es auch bedeutend spannender. Weil ich auch gar nicht die Möglichkeit habe, da jetzt ein Video großartig 4-5 Mal aufzunehmen. Deine Scheiße, ja, aber das hat man auch schon gesehen, dass er nicht auf Luft dafür. Er ist zu spät auf Luftwaffe gegangen. Aber selbst wenn, es ist halt ziemlich schwierig als Brite, wenn der Italiener halt richtig spammt, ist halt schwierig, das aufzuhalten. Allgemein, wenn du mit Bodentruppen den Briten zuspammen kannst, dann hat er ziemlich versagt, weil er halt einfach nichts gegen Bodentruppen hat. Wenn er direkt auf Jagdbombe gegangen hätte, keine Chance gehabt, der hätte einfach deine Bühne gehört. Karo-Dinger halten halt nichts aus. So, der Plan ist jetzt der.
Machen da jetzt einen sicheren Sieg draus, gehen noch ein bisschen auf Eco. War auch mein Plan. Das ist die Standard-Taiko-Taktik. Weil die Standard-Schwaben-Taktik. Ich habe dieses geschrieben, gell? Ich habe ja zu Stellaris, ich habe übrigens aus dem mein Ding verschoben, zu Stellaris einfach ein Screenshot hochgeladen, wo ja, ich weiß, zu viele Mineralien hatte, ja. Einfach nur um Ding zu ärgern, um Legendary Marvin zu ärgern, bei dem anscheinend die, Dinge ausgegangen sind. Begonnen, den ersten Krieg. Sieht doch ganz gut aus bisher. Hab halt nur 19 plus, aber ich habe halt nur eine Stunde oder so gespielt. Na gut. Auf jeden Fall, ich wollte, damit Legendary Marvin ärgern, dass ich eben volle Mineralien habe. Und hat es wie. Gefallen? Ich weiß nicht, ob er es gesehen hat. Auf jeden Fall, das Bild hat inzwischen über 2000 Aufrufe und da haben schon international die Leute kommentiert. Also größtenteils wurde ich als Nazi beleidigt. Ich weiß nicht, wo die Leute einen Zusammenhang sehen, aber anscheinend sehen sie einen. Der eine hat auch geschrieben, von wegen Schwaben sind nur Ur-Nazis. Also, deswegen sind Schwaben böse. Das auf Deutsch oder auf Englisch geschrieben? Das hat auf Deutsch geschrieben und die anders Englischsprachigen, die haben allgemein nur so Nazi-Zeug rausgehauen, deswegen sind halt alles Nazis und so. Entweder die Deutschen haben einen schlechten Ruf in der Welt, was ich sehr. Also, das ist wahrscheinlich der Grund. Ja, aber das, so habe ich das noch nie erlebt, dass die Leute so auf einmal abgehen. Ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass das mehrere Leute sehen. Ich war auf einmal total schockiert, als ich auf ein Steam-Profil gehe und irgendwie sehe 5 Kommentare oder so. Damit rechnet doch kein Mensch. Weißt wenn du, ich einen Screenshot, Problem, also wirklich, ich rechne ja bei allem damit, dass es mal irgendwie mehr Aufrufe bekommt, als ich dachte, aber dass auf einmal ein Screenshot in Steam tausende von Aufrufen bekommt, das war mir neu. Das ist auch der Fluch Deutscher zu sein. Das ist besser Österreicher zu sein. Ja, aber das ich frage immer nur, ob ihr Kängurus habt. Ja, Austria, Alter. Aber da heißt es wenigstens, wir beliebt in der Welt. Warum nicht? Wir haben uns damit abgefunden. Das ist schön. Solange unsere Flagge in der UN nicht die australische Flagge ist, haben wir keine. So, seine Luftwaffe ist tot, ich baue jetzt Artillerie gegen seinen Bunker und mal sehen, wie die Grenadiere auf ein paar KRM-13 reagieren. Oder auf einen Lee. Oder ein paar Lee. Oder hast du auch so richtig Geld? Ja, also ich gebe halt mein Geld aus, weil ich verstanden habe, wie Wirtschaft funktioniert, im Gegensatz zu anderen Menschen. Meinst du denn kein Spieler? Ich wollte da jetzt auf niemand Spezifisches anspielen. Das ist echt so ein Insider geworden, oder? Ja, gut, ein öffentlicher Insider, man kann ihn auf jeden Fall kennen. Vor allem, ich bin dafür verantwortlich, weil ich das immer wieder wiederhole. Ach, ich feiere das so. Ich konnte den Typen einfach so überhaupt nicht leiden. Ich hab's gemerkt. Ich spiel gerade einen Rotz zusammen, was die Luftwaffe betrifft. Das ist übrigens das, von dem ich immer rede, wenn ich sag, wenn man schon am Gewinnen ist, dann spielt man immer automatisch beschissener als sonst. Der wird nie wieder in einem Projekt mitmachen, oder? Weiß nicht, wenn er sich meldet. Der hat sich bei mir auf jeden Fall gemeldet. Hat er sich? Weiß ich nicht. Ja, du hast ihn eiskalt abgelehnt. Ich habe viele Leute eiskalt abgelehnt. Ja, aber der hatte ja eine Voraussetzung. Nee, hat er nicht. Ich glaube, bei ihm war irgendwie das Problem mit Mikrofon oder Internetleitung, irgendwas war da. Ja. Schade, ist nach Schüttelpursch. Internet, so wie du gesagt hast, dann kommen wir da zum besten Internetspiel. Ach, du alter Manipulator. Manipulator. Kommen wir da jetzt tatsächlich noch irgendwie durch? Das ist total traurig, weil eigentlich habe ich nicht damit gerechnet, dass wir hier durchkommen. Eigentlich haben wir es auch nicht verdient, weil ich spiele gerade einen Scheiß zusammen, das ist abnormal. Egal, in dem Fall brauche ich halt nochmal schön ein paar Jagdflieger, das geht schon gut. Wir haben den Sieg verdient. Wir haben den Sieg nicht verdient. Der Britenspieler hat einfach das getan, was man Briten nicht macht. Nicht auf Luftwaffe gehen. Das war so... Warte, ich geb dir mal Blitz. Fahr schnell auf den Flugfeld zu. Nein, auf den Siegfried, den er da baut, mit ziemlicher Sicherheit. Okay, das wird vielleicht auch gehen. Aber leider sind solche Pioniere sehr, sehr schnell. Gut, dann machen wir jetzt noch schnell das Flugfeld platt, bevor wir platt gemacht werden. Nein, wir fahren da jetzt dran vorbei und hoffen, dass der Typ alles niederbrutzelt. Hier ist einfach aufs Flugfeld, aber... Hat wohl nicht... Ich hoffe noch, dass er sein eigenes Flugfeld niedergebrannt hat. Das wäre ziemlich cool. Ach, okay, er hat es nicht niedergebrannt. Sicher? Ja. Ist gut. Luftwaffe gehen. So. Komm mal, wie viel Geld ich habe, Heiko. Wie viel Geld hast du denn? Okay, du hast, glaube ich, Nee, ich habe weniger, weil ich die ganze Nachschubdepots gebaut habe. Ja, ich auch. Und jetzt Luftwaffe dauerhaft verliere.
bist einfach unschön. Ja, was mache ich denn hier eigentlich? Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich Drecksflieger habe. Das ist. Ah, ich kann mit den Italienern einfach nicht spielen. Weiß. Das hast du schon mehr als einmal erwähnt. Und auch mehr als einmal bewiesen. Ja gut, hast du jetzt gesagt. Mach mal du auch was gegen deinen Siegfried da drüben. Ich baue jetzt bleib jetzt falsche Mega und überrenne damit. Ich gehe übrigens in Sommerferien wahrscheinlich nochmal nach Tschechien. Machen da so Jugendreise quasi, so ein bisschen Urlaub. Wäre mir jetzt ein böser Witz angefangen, aber den lasse ich. Man will ja nicht. Hat der was mit Drogen, Frauen oder mit Alkohol zu tun? Nichts von den drei Dingen. Mit Männern? Deswegen lassen. Das wäre zu offensichtlich. Keine Ahnung, aber jetzt mehr was Schlimmes fällt mir nicht so mit Tschechien ein. Hat das was mit ihrer Kultur und der Geschichte zu tun? Irgendwas mit Anschlüssen? So. Ich habe tatsächlich mal mit einer italienischen Luftwaffe in deutsche Fliege abgeschossen. Damit hätte ich mein Niveau, jetzt lass es mir. Okay, gut. Das ist auch nicht schlimm. Jetzt kommen wir landet gleich im falschen Jäger in der Basis. Ja, das wird der Feind gleich erleben. Nee, ich würde einfach sagen, dem schicke ich jetzt die Artillerie rein. Ein Fallschirmjäger in Moss. Moss. Das war nicht mal bayerisch, ich weiß nicht, was das war. Moss. Das ist nicht der Versuch, einen bayerischen Satz zu bilden, ohne bayerisch zu können. Aber ich wollte nicht mal bayerisch reden. Das ist unabsichtlich einfach passiert. Das ist so rausgerutscht. Ja, mir ist übrigens aufgefallen, dass Bayerisch und Schwäbisch so gesehen eigentlich kaum Ähnlichkeiten haben. Wir verstehen uns zwar gegenseitig, aber der Dialekt an sich ist komplett merkwürdig. Das ist Österreichisch und Österreichisch und Schwäbisch noch viel näher beieinander. Also das sehe ich ja vielleicht Vorarlberger, aber. Ja, da meine ich halt Vorarlberger. Also Wiener ist eher mit Bayern zu. Also was auch noch ganz praktisch. Was auch noch ganz gut ist, ist Schweizerdeutsch und Schwäbisch, die haben immerhin, ich sag mal, ja, ich seh's gerade. Die haben immer noch einen ähnlichen Vokabular, auch wenn jetzt die Aussprache und so weiter ganz anders ist, Vokabular ähnlich. Und eingenommen, jetzt das Vokabular. Könnte natürlich auch einfach den Siegfried zerstören, aber es wäre ja zu langweilig, gell? Ja, das wäre ja nicht spannend. Man muss den Leuten auch was bieten. Meinst du einen Charge mit KVM-13 auf den Siegfried? Ich meinte eigentlich eine gigantische luftoffensive Basis. Bis zu spät, Heiko. Nee, den Siegfried mach ich noch tot. Vielleicht schaffst du noch eine Infanterie. Ich glaube, ich verliere bloß 2 Karo und 13. Doch, ich opfer meine Infanterie, opfert sich in Flammen mehr. Ja. Und hast sogar überlebt, oder? Ein Infanterist, zwei Infanteristen haben überlebt. Ups. Du hast deine Infanteristen von mir getötet! Haha! Oh. Ich glaube, die einzige Station, mit der man mit Panzern in eine Stadt fahren kann, sind die Italiener. Da kannst du das tatsächlich bringen, weil deine Panzer einfach genauso billig sind und sehr gut gegen Infanterie sind. Was gegen Legionäre? Na gut. Nee, du kannst halt auch spammen und die können recht schnell feuern und müssen nicht erst sich irgendwie ausrichten oder so. Oh, da werden wir erstmal sehen, ob die Panzer ausreichen. Wahrscheinlich nicht. Vor allem gib mir da mal bitte wieder einen Fanatismus drauf. Nö, ich werde den nämlich selbst bomben. Menschen kann man verlieren. Denkst du, im Großen und Ganzen komme ich durch? Seit Bedenken der Flammenwerfer macht leider halt auch noch ziemlich Schaden gegen meine Panzer. Der Stufe 2. Das ist doof. Mein Vorteil der Geschwindigkeit habe ich leider nicht, wenn ich über eine Brücke fahre. Ah, ich glaube, du kommst leicht kurz vor dem Bomber rein. Ja. Aber da ist vielleicht noch. Nein. Nicht den Kübelwagen bomben! Don't bomb the Kübelwagen! Freedom for, okay. Ja, es war die Bombe. Es war die Bombe. Okay. Ich hatte traurigerweise viele Verluste, aber du hattest leider doppelt so viel fast. Ja, das war meine Lease. Ich hatte mit dem aber das war auch ein sehr unfaires Match. Egal, mal wieder ein geglückter Italiener Rush in einem Live-Gefecht. Gab's auch lange nicht mehr. Meine Lieblingslist Blitz KRM 13. Da weiß ich halt einfach, was gelaufen ist. Bei der Kombination. Aber gut, dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.